Welcome back in the verse. Hier sind wieder eure Starlight Nomads. Ich bin Pico und heute möchte ich mal ein sehr umstrittenes Thema besprechen, nämlich, warum sind die Schiffe in Star Citizen so teuer? Dies ist eine offizielle Übertragung vom Galaktischen Archiv der Raumflotte. CIG geht es nicht darum, ein einfach gestricktes Free-to-Play-Spiel langfristig weiter zu finanzieren, sondern ihr Ziel ist die Erschaffung einer Vision. Chris Roberts ist ein Visionär und er hat sich in den Kopf gesetzt, eine völlig neue Art an Spiel zu entwickeln, die es in der Form und in der Größe vorher noch nicht gegeben hat. Ich bin kein Fanboy, der grundsätzlich erstmal alles befürwortet, was CIG tut. Ich hinterfrage die Dinge, die sie tun. Ich hinterfrage die Preise. Und dementsprechend, um meine Gedanken euch mal näher zu bringen, möchte ich hier mal eine kleine Kalkulation aufstellen. Was glaubt ihr, kostet die Fertigstellung eines großen Schiffs wie die Bano Merchantman? Also kein Capital Ship, kein Small Ship, sondern halt ein Large Ship, die Bano Merchantman. Dabei rede ich jetzt nicht von der Konzeptphase oder halt so alles, was vorweg geht, sondern wirklich die Fertigstellung von dem Moment an, wo die Entwickler sagen, wir fangen jetzt an, Polygon für Polygon das Schiff zusammenzuschustern. So, kleiner Spoiler, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht drin, ich habe keine Leaks. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Aber wir wollen da mal eine kleine Kalkulation aufstellen, wie viel es kosten könnte. Von den Informationen, die wir von CIG bekommen. Ja. Und das machen wir dann auch direkt mal mit der Bano Merchantman. Schauen wir mal. Wenn wir die Kosten verstehen wollen, die bei der Entwicklung eines Schiffs in Star Citizen entstehen, müssen wir uns zuerst mal vor Augen führen, worüber wir überhaupt reden. Dafür ziehen wir am besten mal einen Vergleich mit einem Schiff aus Elite Dangerous, da Elite Dangerous wahrscheinlich das Spiel ist, dass Star Citizen aktuell am nächsten kommt. Im Vergleich der beiden Schiffe kann man sehen, dass bei Star Citizen ein wesentlich größerer Aufwand betrieben wird, was Detailverliebtheit angeht. Zudem haben die Schiffe einen vollständig begehbaren Innenraum, zumindest die Multicrew-Schiffe. Und das kostet natürlich alles unglaublich Zeit und Ressourcen bei der Entwicklung. Wenn ich jetzt ein Spiel wie Elite Dangerous nehme, wo eigentlich das Schiff nur aus der Hülle besteht, zum größten Teil, und der Innenraum, klar, die Schiffe haben auch einen Innenraum, aber der ist halt unglaublich rudimentär, weil man sich da Stand heute noch nicht frei drin bewegen kann, dann ist so ein Schiff natürlich auch in relativ kurzer Zeit entwickelt. Okay. Wir wissen jetzt schon mal, dass ein sehr großer Aufwand um die Schiffe betrieben wird, aber um uns in irgendeiner Form ein Bild über die Produktionskosten machen zu können, brauchen wir ein paar Informationen. Wir müssen wissen, wie viele Leute an diesem Schiff arbeiten, wie lange wird an so einem Schiff gearbeitet. Und dafür schauen wir am besten mal in die Roadmap rein, im Progress-Tracker, weil da können wir einige interessante Informationen entnehmen. Ich habe die Bano Merchantman schon einmal geöffnet und hier kann man sehen, dass zwei Teams an der Bano aktuell arbeiten. Einmal das Vehicle Content Art Team und einmal das Vehicle Content EU. Gehen wir nun mal in Vehicle Content Art rein, um uns einen Überblick zu verschaffen, wie lange an dem Schiff dort gearbeitet wird. Und dort ist gut sichtbar, dass eine Person
aus dem Team Art dort über einen Zeitraum von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate arbeitet. Von Januar bis Juli. Dasselbe machen wir jetzt ebenfalls mit Vehicle Content EU. Und da arbeiten zwei Teams, einmal Art und Design. Im Team Art arbeiten 6 Personen in einem Zeitraum von 10 Monaten. Und im Team Design arbeiten 2 Personen insgesamt 8 Monate. Mit den Informationen können wir jetzt ein kleines Gedankenexperiment starten. Und zwar geben wir mal unseren durchschnittlichen CIG-Mitarbeitern ein Gehalt von 3.800 Euro und kalkulieren daran bemessen die reinen Gehaltskosten bei der Produktion des Schiffs durch. Also die Kosten fürs Vehicle Content Art Team belaufen sich über die 7 Monate bei einem Gehalt von 3.800 Euro auf 26.600 Euro Gehaltskosten. Vehicle Content EU, da arbeiten 6 Designer aus dem Team Art 10 Monate. Bei 3.800 Euro sind das Gehaltskosten von 228.000 Euro. Und beim Team Design arbeiten 2 Leute 8 Monate. Für 3.800 Euro in unserem Fall sind das wiederum Gehaltskosten von 60.800. Da ein Arbeitgeber aber nicht nur die reinen Löhne zu zahlen hat, sondern auch noch die Sozialversicherungsabgaben-Arbeitgeberanteil, fallen für die 9 Mitarbeiter in dem Zeitraum, in dem das Schiff produziert wird, insgesamt 94.620 Euro an. Das entspricht etwa 30% von den gesamten Lohnkosten. Ich muss vorweg sagen, die gesamte Kalkulation, die ich hier mit euch durchspiele, beruht auf der Basis, dass das Schiff im Studio Frankfurt produziert wird. Aus dem einfachen Grunde, weil das das einzige Studio ist, wo ich in irgendeiner Form Informationen bezüglich Mitarbeitern, bezüglich Quadratmeterpreis pro Fläche finden konnte. Und da gehe ich jetzt weiter drauf ein. Nämlich eine Firma hat ja nicht nur die Löhne für ihre Mitarbeiter zu zahlen, sondern es entstehen ja auch sogenannte Raumkosten. Das sind sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit Gebäude und Grundstück entstehen, unter anderem auch Pachtgebühren, die Pachtgebühren, die CIG für ihre Studios hat. Und im Frankfurter Bankenviertel, ich habe einfach mal im Internet geguckt, was im Frankfurter Bankenviertel so durchschnittlich die Pachtgebühren für Büroräumlichkeiten sind. Und da bin ich so auf einen Durchschnittswert von 35 Euro gekommen. Hab nachgeschaut, wie groß das Studio, das aktuelle Studio von CIG in Frankfurt ist. Und das sind aktuell 3000 Quadratmeter bei einem Grundstückspreis, bei einem Pachtpreis von 35 Euro pro Quadratmeter, komme ich da auf 105.000 Euro pro Monat. 2018 hatte das Studio in Frankfurt 80 Mitarbeiter. Da CIG seitdem deutlich gewachsen ist, bin ich einfach davon ausgegangen, dass auch das Studio in Frankfurt größer geworden ist. Deswegen habe ich pauschal jetzt einfach mal 100 Mitarbeiter für unser Gedankenexperiment festgelegt. Die aktuelle Zahl konnte ich leider nirgendwo finden. Wenn wir also jetzt wissen wollen, wie viel in die Schiffsproduktion an Pachtgebühren reingeflossen sind, müssen wir schauen, wie viele Mitarbeiter zu welchem Zeitraum wann an dem Schiff gearbeitet hat und dann die 105.000 Euro auf die 100 Mitarbeiter runterrechnen und das dann mit der Menge der Mitarbeiter multiplizieren, die jeweils an dem Schiff arbeiten. Bei Vehicle Content Art habe ich für den einen Mitarbeiter 7.350 Euro raus. Bei Vehicle Content EU habe ich
63.000 Euro für die 6 Mitarbeiter aus dem Team Art und 16.800 Euro für die 2 Mitarbeiter aus dem Team Design. Zu guter Letzt nehme ich jetzt noch die möglicherweise anfallenden Hardwarekosten mit rein. Dein Unternehmen wie CIG, das als Hauptarbeitsplatz seinen PC hat, auch regelmäßig Hardwarekosten anfallen. Als Wechselintervall habe ich 2 Jahre festgelegt, da CIG natürlich daran interessiert ist, dass die Hardware immer auf dem aktuellen Stand ist, habe ich einfach mal einen Wechselintervall von 2 Jahren festgelegt. Könnte natürlich auch deutlich häufiger sein, was natürlich auch von der Hardware-Situation abhängig. Aber hier in dieser Rechnung habe ich einfach mal 2 Jahre festgelegt und einen regelmäßig anfallenden Preis von 2.000 Euro. 2.000 Euro für aktuelle Hardware ist nicht viel, das ist richtig, aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass CIG in großen Mengen Hardware einkauft, wenn sie einkauft. Und Unternehmen bekommen völlig andere Preise als wir. Deswegen bin jetzt einfach mal von 2.000 Euro ausgegangen pro Arbeitsplatz. Das habe ich dann runterkalkuliert auf 2 Jahre, also wie viel das pro Monat ist. Und habe das dann wieder hochgerechnet auf die Monate pro Mitarbeiter. Und da bin ich bei Vehicle Content Art. Der eine Mitarbeiter aus dem Team Art verbraucht die 7 Monate lang an Hardwarekosten 583 Euro. Im Vehicle Content EU verbrauchen die 6 Mitarbeiter im Zeitraum von 10 Monaten 5.000 Euro Hardwarekosten und im Team Design verbrauchen die 2 Mitarbeiter im Zeitraum von 8 Monaten 1.333 Euro. Alle weiteren noch anfallenden Kosten wie Lizenzgebühren für die Lumberyard Engine und eventuell noch restlichen Lizenzgebühren für die damalige CryEngine, die eventuell noch bestehen, Reinigungskosten für die Örtlichkeiten, Verpflegung für das Team, Wasser, Strom, Internet, Telefon etc. pp. Kann ich überhaupt keine Aussagen machen. Da werden mit Sicherheit auch noch ein paar Tausend mit reinfließen. Werde ich allerdings nicht mit in die Kalkulation aufnehmen, weil das reine Spekulation wäre und deswegen die lasse ich aus der Kalkulation komplett raus, die Kosten. Okay, dann fassen wir mal zusammen, was wir haben. Zuerst haben wir die Lohnkosten für die Mitarbeiter, das sind insgesamt 315.400 Euro. Dazu kommen die Sozialversicherungsbeiträge insgesamt von 94.620 Euro. Die Raumkosten für die Örtlichkeiten betragen 87.150 Euro. Und zum Schluss die Hardware über den Zeitraum beträgt 6.116 Euro. Rechnen wir das zusammen, kommt ein Gesamtpreis von 504.086 Euro. Das heißt, nach unserer Kalkulation kostet die Produktion der Banu Merchantman 500.000 Euro. Wenn wir in unserem kleinen Gedankenexperiment die Banu Merchantman jetzt mal deutlich billiger machen, als sie eigentlich ist, was sich viele Spieler wünschen, geben wir zum Beispiel den Preis von 100 US-Dollar, beziehungsweise 100 Euro in unserem Fall, dann müsste CIG 5040 Schiffe verkaufen,
bevor sie die reinen Produktionskosten drin haben, bevor das Unternehmen anfängt, sich selbst zu finanzieren, bevor die Entwicklung weitergeht. Schauen wir mal. Das Unternehmen, also CIG, hat aktuell ungefähr 650 Mitarbeiter. Wir haben in der Kalkulation gesehen, was es kostet, über einen Zeitraum von circa 16 Monaten 9 Mitarbeiter zu finanzieren. Klar, da hat mal einer gearbeitet, mal hat einer nicht gearbeitet. Und wir haben auch mit einem Pauschalwert von 3.800 Euro für alle gerechnet. Aber mit den Studiopreisen, den Hardwarepreisen sind wir da schon auf eine halbe Million bei 9 Mitarbeitern. Ich glaube, CIG hat aktuell 6 Studios. Rechnet doch einfach mal durch, wie viele Fixkosten im Jahr hat CIG mit ihren 650 Mitarbeitern. Was glaubt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin neugierig. Damit sind wir auch für heute durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, drückt die Glocke, liked das Video und lasst ein Abo da. Vielen Dank.